So, hallo, wir machen weiter bei Jump 2. Das letzte Level war ein Highlight. Schaut es euch an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Wow. Jetzt haben wir hier auf diesem Weg Galumba Gambado. Gucken wir mal, was das ist. Das ist von Gemütliche Ente. Das war Lazy. Heißt der Lazy Duck oder wie heißt der Typ? Cozy Duck. Cozy Duck. Cozy Duck. Okay. Das Level gerade. Wahnsinn. So, was jetzt das hier? Was soll ich hier tun? Sieht bisher nach einem normalen Level aus. Okay. Wir versuchen den wahrscheinlich irgendwie hoch zu transportieren. Um am Ende einen Switch. Okay. Oh, das ist eines von diesen spaßigen Leveln. verstanden. Oh nee. Kein Fan von solchen Off-Gimmick-Leveln. So. Das hat funktioniert. Was passiert, wenn ich den jetzt einmal kille? Ich meine, dann kann ich das Level neu starten, oder wie sehe ich das? Yo! Ah, scheiße! Jetzt komm. Ach so, dafür ist der Mancher da. Ja, kann ich. Oh, es ging noch. Oh, Gott sei Dank. Aber. Natürlich. Typischer SMB-Fisch. Sehr gut. Moment. Hä? Jetzt muss ich das so timen, dass die Okay. Oh mein Gott. So, jetzt ist hier unten. Aber oben war doch auch... Nee, keine Ahnung. Okay, oben war doch eigentlich auch noch ein Weg, oder? Dachte, oben war auch noch ein Weg. Oh Gott. Das ist frech. Also man muss sagen, auch wenn ich am Anfang von dem Gimmick nicht so überzeugt war, es ist schon nice umgesetzt. Also, es sind schon coole Ideen. Das muss man zugeben. Es ist nicht so dieses typische, langweilige On-Off-Level. Es sind schon interessante Ideen dabei. Ach, dann ist der andere Weg für den Secret Exit. Verstanden. Wait, was ist da oben? Okay. Wir haben schon mal den On-Off da oben gesehen. Moment, was? Da komme ich jetzt aber schon gar nicht mehr hin zurück. Wozu ist dann... Wozu ist das da oben da? Oh, das war jetzt blöd. Jetzt muss ich hier nochmal rück. Nein! Das war komplett dämlich. Also da nicht den Notenblock berühren. Aber jetzt sollte ich die resettet haben. Jawohl, sehr schön. So. Was ist... Warum ist das da? Ach, dass ich da hoch kann. Nice.
Es sind, ja doch, ich bleib dabei, es sind schon coole Ideen. Ich nehme alles zurück, was ich vorher gesagt habe. Ah ja. Jetzt muss ich den killen. Weil der mir sonst das hier zurücksetzt. Okay, warum ist da die blaue Münze? Ich muss es ausprobieren. Ach, das ist eine Reset-Abschnitt. Ach so. Okay. Wait. Habe ich es kaputt gemacht? Ich habe es kaputt gemacht. Ja gut, dass wir rausgefunden haben, wo ich resetten kann. Jetzt passt die Geschichte. Jetzt ist der oben nämlich höher gegangen. Ach, jetzt ist der aber nicht kaputt. Ja, aber ich kann doch gar nicht gleich... Ach so, doch. Ich kann den hochpowern und dann noch von der Shell... irgendwie so. Ich denke, das kriege ich hin. Ah. Ja, verstanden. Ich mache jetzt mal... Ach so. Ja, es muss... Ja, okay. Ja, jetzt ist er hoch. Jetzt ist die Shell weg. Das heißt, ich kann den umswitchen. Und der Goomba ist da oben und kann getroffen werden. Nice. Oh Gott. Okay. Das sind Wolken. Da kann ich stehen. Warum dann die Plattformen da überhaupt da sind, weiß ich nicht. Okay. Für die extra Challenge. Oh, das wird interessant, aber... Mal gucken. Oh, das ist schon kritisch. Ja, so in etwa. Hier springt er ja auch hoch, ne? Wow, das war knapp. Okay. Macht er beim Drehsprung auch? Theoretisch auch. Ja. 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 Ja, okay. Also ich müsste jetzt hinbekommen, dass er jedes Mal springt. Und dann müsste ich einfach durchrennen. Und dann traue ich mich doch nicht. Okay. Ah. Dang it. Dang it. Ah, jetzt hat es mich nicht zurückgedrängt. So, ja, perfekt. Perfekt. Leider nicht wirklich die Challenge geschafft. Okay. Aber cool. Also, das war jetzt wieder so eine Sache, wo man sagen muss, am Anfang erst skeptisch gewesen, aber dann, eigentlich war es doch eine coole Idee. Eigentlich war es schon ein schönes Level. Muss man schon sagen. Gerade dann, wenn man meistens was Schlechtes erwartet, dann wird man doch wieder positiv überrascht. Das ist so eine Sache. Es hat mich jetzt doch ein wenig gefreut, dass es dann doch Spaß gemacht hat, das Level. Oh, da ist kein Reset. Okay, da war noch kein Reset. Ach nö. So, jetzt müssen wir noch den Secret Exit finden. Aber da habe ich ja auch schon eine Idee gehabt. Viele Möglichkeiten gibt es ja auch nicht.
Wait. Nee. Das war dämlich. Nee, also hier am Anfang kann es noch nicht sein. Ich hab ja gesagt, ich habe eigentlich eine Idee, wo er sein könnte. Oh mein Gott. Jetzt mache ich alles falsch, was ich vorhin richtig gemacht habe. Ja, ist es denn die Möglichkeit? So. Ich bin so blöd. Okay. Sag mal. Ich glaube, hier war der Abschnitt dann, ne? Ich glaube, hier. Ja, ja, hier war das. Da ging es jetzt unten weiter und oben aber eben auch. Und das da oben haben wir gar nicht benutzt. So in keinster Weise. Weil hier geht's nämlich auch durch. Und da waren wir überhaupt noch nicht. Das heißt, diese Shell, die ich hier unten nutze, kann ich auch da oben nutzen. So ist besser. Yoshi! Einer fehlt noch. Ich hoffe, man darf die alle killen hier. Oh. Ach so, ich kann ja so werfen. Er darf aber nicht essen. Das heißt, ich muss jetzt so werfen, dass er die Pflanze nicht isst. Oh Gott. WZBW. Oh mein Gott, was mache ich denn? Ah, warte, kommt die raus, wenn ich hier unten stehe? Ah. Watch me. Dann machen wir das nämlich ganz easy. Nicht ganz so easy. So. Easy. Okay. Jetzt muss er essen. Da muss ich dann mit Yoshi durchlaufen. Hä, aber ist ja dann egal, was er isst. Na, wobei... Ah, es ist nicht egal, was er isst. Er hat genau das Falsche gegessen. Ich habe nicht nachgedacht. Er muss den Goomba essen, damit er als Stampf-Yoshi den hier hochtransportieren kann. Und dann kann ich hier durchlaufen. What? Ah, das ist cool. Ich muss die jetzt immer so anstupsen, dass ich nur den Bu treffe, aber ich nicht runterfalle, dadurch, dass der On-Off ausgelöst wird. Okay, das ist cool. Das heißt, jetzt. Ja, okay. Es ist aber auch simpel. Es ist aber auch simpel. Jetzt muss der halt... Oh, das geht sogar auf der Seite nochmal. Oh, oder, ja, oder auch nicht. Schade. Ja, easy. Coole Idee aber. Coole Idee. Schönes Level. Muss ich sagen, tatsächlich, obwohl ich erst skeptisch war, hat mich eines Besseren belehrt, das Level. Gefällt mir. So, wir haben Blocked Art Survey oder
The level that was made in a Google Spreadsheet. Gucken wir uns doch das an. Von Multiperson. Ist Multiperson jetzt ein Codename oder waren es einfach dann mehrere? Ja, Multiperson hat hier keine Übersetzung, dann sind es einfach mehrere gewesen. Okay. Oh weia. Die Frage ist, wie viel von dem, was wir sehen, ist überhaupt relevant? Kann ich einfach durchlaufen? So wirkt. Oh mein Gott. Das ist wirklich. Wait, what? Das ist einfach ein Ziel im Stein. Aber da kommt ja keiner ran. So, tschüss, Yoshi. Oh je. Hm. Besser. Tschüss. Oh no. Ich habe nicht nachgedacht. Oh Mist. Nein! Was ist der? Der wieder da. Okay, jetzt aber. Yes! So, die sind weg. Ja, das sieht halt wirklich sehr wild aus, das Level. Wunderschön. Ich krieg nicht mal was daraus. Warum kriege ich da nichts? Ist das ein Null-Sprite? Oder was ist das jetzt geworden? Jetzt habe ich gehofft, ich krieg da was, aber... Nö. Warum sollte ich auch was bekommen? Hilfe! Wäre ja freundlich gewesen. So, wir können den mal drücken, weil warum nicht? Und dich runterschubsen. Tschüss! Die interessieren mich jetzt herzlich wenig. Oh, Midway Point. Nice. Also das ist wirklich einfach ein Durchlauflevel. Jetzt muss ich mal gucken. Kann ich? Yay. Es hatte, glaube ich, auch keinen Secret Exit. Also ich muss jetzt nicht großartig Dinge suchen. Ich muss einfach irgendwie durchlaufen. Es ist einfach ein lustiges Parkour-Level zum irgendwie durchlaufen. Keine spezielle Challenge, einfach durch. Wie man möchte. Man kann sich verschiedene Wege raussuchen. Ist eigentlich ganz lustig. Mit natürlich furchtbarem Level-Design, aber es ist eigentlich ganz lustig, wenn wir mal ehrlich sind. Mist. Okay, aber das kann ich nutzen. Ich sehe zwar einen Schlüssel, aber ich kann mich nicht erinnern, dass es einen Secret Exit hatte. Bin ich dumm? Bin ich blöde? Da war ja... Wait, habe ich den gerade... Ist der weg jetzt? Nein, er ist nur unsichtbar geworden. Okay. Hat das ein Secret Exit gehabt? Ah ja, Tatsache. Ich kann mich nicht erinnern, dass es ein Secret Exit hatte. War rot. Okay. Wo kommt, welcher Stern ist das? Haben wir den schon? Ja, den haben wir schon. Perfekt. So, dann noch der Normal Exit. Nochmal lustiges Durchlaufen. Oh, jetzt darf ich aber den Yoshi-Trick nicht mehr anwenden. Muss ich mir was anderes überlegen für die Stelle. Wo ich gerade mit Yoshi durch bin. Dann können wir jetzt aber auch mal einen anderen Weg gehen. Hier oben rum geht es ja zum Beispiel auch. Das ist... Das ist schon...
Ich frage mich halt, ob man diesen Exit da irgendwie, also dieses Ziel da irgendwie auslösen kann. Es müsste halt hier ein Block drüber zu erstellen gehen. Wenn hier ein Block irgendwie erstellbar wäre, könnte ich mich so durchdrehen. Aber das ist halt nicht. Ich habe auch kein Springboard, womit ich mich hier durchglitschen könnte. Ich sehe nicht, wie ich mich da durchglitschen kann. Leider. Leider sehe ich keinen Weg, mich hier durchzuglitschen. Jetzt weiß ich allerdings, wie die Stelle gegangen wäre. Wir gehen aber einfach oben rum. Ach so. Mist. Wie kommt man da hoch? Da oben ist so viel Zeug. Wie kommt man da hoch? Ach so, da fallen nur die Viecher runter. Ist das nur dafür da, dass die Viecher runterfallen und man kommt dann gar nicht hoch so richtig? So, das ist jedenfalls so gedacht. Ja. Genau so ist das gedacht. Ich bin auch blöd, echt. Und dann tschüss. Ach, schade, dass man das hier nicht breaken kann. Ich würde das zu gerne hier breaken. So, neuer Anlauf. Gut. So, neuer Anlauf. So. Na, was ich vorhin mit Yoshi gemacht habe, wäre eigentlich so gedacht gewesen. Gar kein Problem. Ach, und dann ist der Weg hier oben nur für die Yoshi-Coin. Oder was? Die will ich ja gar nicht. Ach so. Dann sind es gar nicht so viele verschiedene Wege, die man gehen kann. Nee, dann der ist ja hier oben drauf gelandet und jetzt landet er im Wasser. Dann sind es gar nicht so viele verschiedene Wege. Okay. Es hatte den Eindruck, als dass es mehrere Wege sind, aber ist gar nicht so wirklich. Dann kann ich hier direkt runter jetzt. Dann kann mir das hier alles mal gestohlen bleiben. Kommen die ganzen Steinis. Auch Swimp genannt. Nicht Simp, sondern Swimp. Mist. Juhu! Das wollte ich nicht. Aber wir hatten ja den Midway. So. Ich bin ja dumm, das sind doch blaue... Warum? Oh mein Gott. Das sind doch blaue Steine. Das sind doch blaue Steine. Warum bin ich dumm? Da kann ich die doch einfach abtragen. So. Ich stelle mich wieder an hier, wie der letzte Mensch. Einfach ein bisschen vorsichtiger spielen. Die Stelle ist nicht schwierig. Einfach ein bisschen vorsichtiger spielen. Okay. Ja, nice. Das wollte ich eigentlich vorhin auch erreichen. Gut, dass das jetzt funktioniert hat. Tschüss. Ja, easy. Nehmen wir einen mit. Oh, ich kann die killen. Ich kann die killen. Ich kann die killen. Ich kann die killen. Tschüss. Oder auch nicht. Ich kann sie nicht killen. Ja, dann kill ich sie halt einfach nicht. Dann springen wir halt einfach drüber. Das ist auch okay. So, da oben ist die Stelle, wo wir gerade den Schlüssel-Exit hatten. Das heißt, jetzt rennen wir in Richtung Normal-Exit hier. Ich gehe mal hier hoch. Oh, das scheint mir allerdings jetzt richtungstechnisch nicht so günstig zu sein. Weiß gar nicht, was soll ich da auslösen können? Pilz? Nein, ich habe den Pilz. Okay, ich habe den Pilz eh versaut. Dann gibt es keinen Pilz mehr für mich. Weil der Lag ist real. Aber soll auch.
Ja, da ist auch ein Pilz, da brauche ich den anderen gar nicht. Ach, natürlich. Oh, ich hab's sogar... No, schade. Ich hatte es sogar geschafft und dann habe ich es richtig versaut. Na gut. Na gut. Der kommt runter. Der kommt runter, weil man die rechte Seite wegnimmt. Und wenn man die rechte Seite wegnimmt, fällt er durch. Würde man nur die linke Seite wegnehmen, würde er nicht durchfallen. Daran habe ich nicht gedacht. Ah, ärgerlich. So. Aber es bleibt ein lustiges Level. Und ich bleib doof. Das ist okay. So. Wir können hier oben rum, wir können da unten. Ich möchte mal oben rum. Vielleicht ist es aber auch wieder nur komischer Bonus, ich weiß es nicht. Nein, da geht's auf jeden Fall weiter. Okay, jetzt muss ich aber runter. Okay. Zu langsam. Ich müsste den berühren dürfen. Oder zieht mich das zu hoch? Nein, passt. Alles gut. Na super. Ziel! Oh. Ich glaube, ich habe mir gerade... Ich glaube, ich habe mir gerade so ein bisschen das Ziel verbaut. Ja, RIP. Vielleicht töten wir den auch einfach nicht. Was haltet ihr davon? Mist. Komm her. So. Okay. Interessant. Interessantes Level. Ich meine, ne, es soll ja schlechtes Level-Design sein. Der Hack ist ja eine Parodie. Und dabei sind manche Level halt tatsächlich legit gut. Circle K, nächstes Level. Von Baldwin van Malding. Der ist... Medic. Aber das gibt's dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss.